Hallo und einen schönen guten Abend zu diesem etwas außergewöhnlich späten und auch von der Form her außergewöhnlich komischen Video, denn wir schauen uns an den Train Simulator 2016. Ein, ja, wie soll ich es nennen? Ein umfangreiches Add-on im Detail. Und um es gleich vorwegzunehmen, die größten Highlights habt ihr schon gesehen in den letzten 10 Folgen von unserem Let's Play hier, denn 2 der 3 Strecken, die hier neu dabei sind, haben wir gespielt. Allerdings sind die alle bearbeitet worden, deswegen freue ich mich, mit euch gemeinsam zu entdecken, was sich denn hier so geändert hat. Und jetzt lassen wir einfach mal diesen Trailer auf uns wirken. Übrigens ein Hinweis noch an euch da draußen, an euch Gala-Fans. Wir haben zusammen mit unserem Partner Games Planet wieder eine Sonderaktion, und zwar in den ersten 10, 14 Tagen nach Release bekommt ihr mit einem Gutscheincode das Spiel für 17% günstiger bei Games Planet. Dazu einfach in die Beschreibung schauen. Da ist ein Link und der Gutscheincode drin. Einfach den Link anklicken, das Spiel in den Warenkorb legen, Gutscheincode hinzu und 17% sparen. Und jetzt viel Spaß mit meiner kleinen Zusammenfassung von den ganzen Neuigkeiten. Und dann werden wir in den kommenden Tagen dann in das Spiel reinspielen. Heute aber zunächst mal ein kleiner Blick drauf, was da so passiert ist. Ja, und auf den ersten Blick kann man schon sehen, was sich hier getan hat. Der Engine Driver ist verschwunden, der gehört ja auch irgendwie nicht hierhin. Ansonsten bleiben Academy, wir können fahren, wir können Profil bearbeiten, können Strecken erstellen. Und Academy ist nochmal überarbeitet worden. Ihr seht auch das ganze neue Design. Im Prinzip aber die Inhalte die gleichen. Was für mich natürlich jetzt interessant ist, ist, und da gucken wir direkt mal drauf. Also einer der Stars, ich zeige es mal kurz hier, das kann man hier auch sehen. Das Menü gibt sehr schön wieder, oder hier der Bildschirm, was, worum es geht. Also erstmal die schweren, großen amerikanischen Loks auf den Strecken. Dann ebenfalls Schwerlast, die große alte 155er. Ich wollte gerade sagen, alte 155er, so alt ist sie gar nicht. Aber ja, das Mammut, der Schwerlast-Elefant unter den Deutsche Bahn-Loks. Inklusive natürlich der entsprechenden Ladung dazu. Und wie man hier so unschwer an der Dampflok erkennen kann, geht es auch ein bisschen mehr um Action, um Dinge, die passieren können und so weiter. Bin ich sehr gespannt, wie wir uns da schlagen. Und ihr wahrscheinlich noch mehr. Menü ist überarbeitet worden. Wir können also jetzt zum Beispiel, wenn wir Karrierefahrten machen, schon sehen, ne, was unsere Freunde bei Steam hier sozusagen da bis dato erreicht haben. Und ja, eine Funktion, auf die ich noch zu sprechen kommen wollte, neben der ganzen Überarbeitung vom Menü und so, ist offenbar ein Helfer reingekommen, der so Leuten wie mir, die dann wieder keine Ahnung haben, immer so tun, ein bisschen helfen. Ich würde sagen, wir machen eine kleine, schnelle Strecke. Und zwar zeige ich euch noch eine weitere neue Funktion, die hier dabei ist. Und zwar gibt es noch einen weiteren Modus für Eisenbahnfans. Und das können wir uns heute Abend noch in Ruhe, ich bin nämlich total müde, aber das können wir uns noch in Ruhe anschauen. Und zwar ist das der Modus, in dem wir Trainspotting zusammen machen können. Und das gibt es auf, wie gesagt, das ist eine der Strecken, die ich euch schon vorgestellt habe. Rivera Line, ihr erinnert euch, da waren unsere letzten Fahrten drauf. Und ja, wie sah das aus in den 50ern? Da können wir Trainspotting machen. Und wir sehen auch hier jede Menge neue Sachen, die jetzt im Add-on dabei sind, an neuen Aufgaben. Das gehört alles dazu, ne? Ist klar. Mit unterschiedlichen Logs. Aber wir haben hier den Trainspotting-Modus und den würde ich sagen, machen wir einfach mal. Schauen wir mal, was da passiert. Und ich trinke mal gerade einen Schluck, ihr merkt es gerade. So. Ja, während der Ladeschirm vor sich hin lädt, noch was anderes. Das Projekt Community Modell Eisenbahn bei Garderol wird doch noch stattfinden. Oh Wunder, ich will dazu ein Bahnvideo. Mehr Infos dazu, was ich da vorhabe mit euch gemeinsam, gibt es dann in Kürze
in dem nächsten Train Fever Video. Und wann das alles kommt, seht ihr in Kürze im Sendeplan. Der Sendeplan ist im Moment ein bisschen leer. Ich muss den noch ein bisschen auffüllen. Ihr merkt aber, ich bin ein bisschen heiser und kann deswegen heute... Ich wollte eigentlich heute Abend ein bisschen länger aufnehmen. Ich habe heute Nachmittag jede Menge aufgenommen. Ich würde jetzt da nicht meine Stimme überstrapazieren. War ein bisschen blöd von mir, gebe ich auch zu. So, und das ist der Trainspotting-Modus. Aber da sehen wir schon, ich habe was falsch gemacht. Denn... So, hier wird es erklärt. Benutzen Sie die verschiedenen Kameras, um vorbeifahrende Züge zu fotografieren. Drücken Sie dazu STRG S auf der Tastatur. Zum Zoom benutzen Sie das Mausrad. Für einen besseren Winkel drücken Sie Pause, um die Zeit anzuhalten, die Kamera an einen Ort zu bewegen. Eigentlich ganz einfach. So, ich bin also jetzt hier im Rail-Fan-Modus. Ich kann also hier irgendwie, aus irgendeinem Grunde kann ich zwar die Bedienelemente bedienen, aber da passiert natürlich nichts. Und was hier relativ cool ist, was mir schon aufgefallen ist, zum einen die ganzen alten Signale sind hier reingekommen, wenn ihr hier zum Beispiel schaut. Dann haben wir hier alte Autos. Also, die haben sich hier richtig Mühe gegeben, das komplett dann auch so zu gestalten, wie man das denn gerne hat. Aber was mich gerade etwas irritiert, ist, die Grafik sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht nicht nach bester Grafikqualität aus. Ich schalte es mal gerade eben um, dann sehen wir uns sofort wieder. Ja. Etwas besser sieht es jetzt aus. Das ist aber auch immer ein bisschen komisch mit dem Aufnahmeprogramm. Ohne sieht es noch ein Ticken besser aus. Aber wie gesagt, wunderschön hier auch die alten Dinge nachempfunden. Jetzt sollen wir mal gucken, dass wir da mal einen Zug erwischen. Wir sollten vielleicht nicht unbedingt hier auf den Gleisen uns herumtreiben. Vor allem nicht auf dieser Seite. Ja, also neuer Modus für die Eisenbahn-Train-Spotter-Freunde sozusagen. In dem man sich einfach in aller Ruhe mal Dinge anschauen kann und davon überraschen lassen kann, was da so auf uns zukommt. Hier eine wunderschöne, guckt euch das an, wunderschöner Zug. Da könnte ich jetzt halt Bilder machen. Ich kann auch Pause drücken, die Szene sozusagen einfrieren und mir dann in aller Ruhe alles anschauen. Also das ist wirklich eine coole Sache, auch wenn man jetzt zum Beispiel an die Modding-Szene denkt, wenn die neue Mods vorstellen wollen und so weiter. Und, ja, in diesem Video, wie gesagt, mein Bestreben, euch die ganzen neuen Dinge zu zeigen. Das hier ist eins davon. Das ist nämlich dann der... Guckt euch mal den... Die Leute sind... Die haben auch all diese alten Klamotten an und so. Also das ist schon... Da ist also, ihr seht, da ist jede Menge Liebe reingeflossen, diese, Neuentwicklung oder diese Erweiterung. Das bekommt ihr, wenn ihr, wie gesagt, ja, das Addon kaufen möchtet. Wie gesagt, gerne mit dem Link in der Beschreibung spart ihr 17% innerhalb der ersten 10, 14 Tage sowas nach... Oh, ich höre einen neuen Zug. Nach Release. Und da bekommt ihr, wie gesagt, und das ist halt jetzt lustig, weil genau diese Strecken habe ich gespielt. Ich wusste das gar nicht, ich wusste das wirklich nicht. Genau diese Strecken habe ich gespielt. Boah. Genau diese Strecken habe ich ja gespielt mit euch in den letzten Folgen. Nämlich eben die Strecke, die wunderschöne Moselstrecke. Nordrhein heißt das. Von Köln nach Koblenz. Die habe ich euch schon gezeigt. Die ist auch natürlich jetzt zum 2016 nochmal verbessert worden. Also da gibt es dann ein paar Verbesserungen auf der Strecke, ein paar Performance-Optimierungen. Und ja, diese Strecke und dann Sherman Hill, das werden wir uns dann im Let's Play angucken, innerhalb der nächsten Tage, wie gesagt. Ja, und dann haben wir noch einen großen Star dieses Add-ons, für mich persönlich, nämlich den Mammut. Die ist das Schwerlasttier der Deutschen Bahn, die 155er. Und ich will mal gerade schauen, ob wir da... Ob wir da auch, also es gibt auch eine neue Suchfunktion, ob die jetzt auch besser funktioniert. Das gucken wir jetzt erstmal, da ist es schon. So. Da gibt's, die gibt es auf der Strecke Köln-Koblenz, wie gesagt. Und ihr seht auch, die ganzen Sachen hier mit der Lok sind natürlich dann wieder neu. Das heißt, auch da können wir wieder schöne Achievements sammeln. Und wir gucken uns jetzt einfach mal die Einführung in diese Lok an. Und mal schauen, was uns das Programm dazu zu sagen hat. Ja. Was habe ich alles vergessen zu erzählen?
Oh, meine Stimme geht weg. Es ist grausam. Es tut mir leid, Leute. Es ist wahrscheinlich auch anstrengend zum Zuhören. Deswegen, morgen in aller Ruhe geht's dann weiter. Genau, Projekt Modelleisenbahn. Da brauchen wir noch einen Namen übrigens. G plant eine Bahn. G Modell, G Eisenbahn. Keine Ahnung. Irgendwas mit G drin halt. Mehr Infos dazu, wie gesagt, im nächsten Train-Viewer-Video. Wahrscheinlich auch in diesen Videos, wenn ich auf freier Strecke unterwegs bin, ein bisschen plaudern kann oder so. Und ich freue mich wirklich, dass wir diese... dass ich euch wieder so einen Sonderpreis auch ermöglichen kann. Ach, ist das herrlich. Three Country Corner. Das klingt ja schon fast wieder danach, als wenn ich mir das anschaue. Eine China-Strecke? Wie geil ist das denn? Ich bin übrigens immer noch auf der Suche. Ich muss mal gucken, mit wem ich das zusammen mache. Und zwar wegen ganzen DLCs. Die würde ich gerne mal besser präsentieren. Bin aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust, da irgendwie 3.800 Euro für auszugeben. Deswegen. So, da ist er auch schon. Und jetzt ruckelt es durch das Aufnahmeprogramm. Das ist der große Star. Was ist hier alles neu? Also die gesamte Technik, die wir schon kennen mit... oh, wir haben unsere Anfahrt nach Koblenz in Kürze geschafft. Die Fahrt bis jetzt war großartig. Nehmen wir uns ein paar Minuten und würdigen dieser großartigen Lokomotive. Kameraansicht, änderst du Regen, bis einfach die immense große Folge. Genau. Da können wir uns die Lok anschauen. Das ist ein wirklich, wirklich cooles Gerät. So, wir sind hier. Jetzt wird uns im Tutorial das alles erklärt. Wir schauen uns in der Zeit mal eben ein bisschen um. Ist das cool. Die BR war als Ersatz der Nachkriegslok E94 gedacht und später Vorschau elektrifizierte über die Deutsche Reichsbahn. 273 Exemplare der Baureihe 250. Langsam nervt das Kamerawechseln. Soll ich die Meldung schließen? Und, ja, was hat sich noch verbessert? Die ganzen technischen Details sind aufgewertet worden. Also PCB, AFB, SIFA nicht, aber, na gut, da gibt's auch nicht viel. Übrigens, diese Wagen hier, Hilfe, nicht aus dem Fenster, oh! Aus dem Fenster gucken hier. Frage mich gerade eigentlich, was wir hier machen sollen. Gehe über Zielort. Okay, zu Zeiten der Deutschen Reichsbahn, diese sechs Städte-Expresse. Also, hier werden dann die Infos abgerufen, sehr schön. Diese Wagen sind übrigens unfassbar schwer. Ich freue mich echt darauf. Das ist ja auch ein Thema noch, diese Erweiterung. Und damit soll so langsam dieses wirklich konfuse Video enden. Schwerlasttransporte, richtig dicke Loks in den USA sind dabei. Ich habe die schon als Download-Content mir dummerweise gekauft. Hätte ich das eher gewusst, dass wir die gratis kriegen. Ja. Sollten Sie mehr Informationen zur Hilfestellung und Fahren von Zügen, dann ist die Academy ein großartiger Ort, sich voll zertifizieren zu lassen. Ah, hier DB Regio ist wieder unterwegs. Ja. Das war's. Wir haben das Szenario geschafft. Allerdings wird hier die Notbremse aktiviert, warum auch immer. Und was ich jetzt ganz lustig finde ist, wir bekommen dafür richtig viele Erfahrungspunkte, ja. Also, morgen hoffentlich wieder mit vernünftiger Stimme. Das hier als kleine Info und gute Nacht für euch. Viele coole neue Sachen also im Anmarsch bei uns auf dem Kanal und natürlich auch hier Train Simulator 2016. Freue ich mich richtig drauf, das mit euch zu spielen. Ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr es kaufen wollt, wie gesagt, besser und günstiger als bei uns bekommt ihr es nicht. Und das als kleines Dankeschön für euch. Community Eisenbahn in Kürze, dazu mehr in Train Fever. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und gute Nacht.